Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Tribünen. Die letzten Jahre waren im Finanzbereich geprägt von Krisen, für die wir unter Zeitdruck Lösungen finden mussten. In der Bankenkrise haben wir gefühlt in einer Woche einen immensen Rettungsschirm aufgebaut. In der Griechenland-Krise mussten wir 2010 genauso schnell handeln. Und in der Schuldenkrise haben wir sehr zügig einen Rettungsschirm für europäische Staaten aufgebaut. Es ist gut, dass wir dieses Finanzaufsichtsrechtsergänzungsgesetz heute ganz ohne Zeitdruck und ganz ohne akute Situation und Handlungsbedarf in Ruhe beraten können. Und dass wir hier beraten können, ob wir der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Immobilienbereich zusätzliche differenzierte Instrumente an die Hand geben, die dann reagieren können, wenn es Schwierigkeiten auf diesem Sektor gibt. Ich sage ganz deutlich, weder die Bundesbank noch die BaFin sehen aktuell eine Immobilienkrise. Die Bundesbank weist darauf hin, dass es für eine Blase neben stark steigenden Preisen, wie wir sie in einigen Städten sehr wohl haben, und einer laxeren Kreditvergabepraxis auch eine starke expansive Ausdehnung der Immobilienkredite gebraucht hätten. Das Wachstum der Immobilienkredite lag 2006 um 3,7% höher als im Vorjahr und damit absolut im Rahmen des langjährigen Durchschnitts. Also es gibt keine Krise auf dem Immobilienmarkt. Aber beide Aufsichtsbehörden empfehlen, prophylaktisch Instrumente einzuführen, um, falls es zu einer solchen Situation kommen käme, auch reagieren zu können. Diese Auffassung teile ich. Natürlich hätte die BaFin auch heute schon Instrumente, um in einem solchen Fall einzugreifen. Aber diese Instrumente sind so grobschlächtig, dass davon auch andere Kreditvergaben betroffen wären, zum Beispiel im Bereich der Wirtschaft, bei der es überhaupt keine Schwierigkeiten gäbe. Deshalb wollen wir zielgenauere Instrumente, und der Ausschuss für Finanzstabilität hat uns hier Vorschläge gemacht. Der Ausschuss hat 4 Instrumente vorgeschlagen. Die Kreditvolumen-Immobilienrelation, also die Obergrenze für das Verhältnis zwischen Darlehenshöhe und Immobilienwert, Anforderungen zur Amortisation, Schuldendienstfähigkeiten, also eine Obergrenze für den Schuldendienst im Verhältnis zum Einkommen, und eine Gesamtverschuldungseinkommensrelation, also eine Obergrenze für das Verhältnis zwischen Gesamtverschuldung und Einkommen. Nach sehr intensiven Beratungen haben wir uns darauf beständigt, die ersten 2 Instrumente einzuführen. Mit diesen kann die BaFin den Kreditgebern bestimmte Mindeststandards für die Vergabe von Neukrediten für den Erwerb oder Bau von Wohnimmobilien vorgeben, wenn dies zur Abwehr einer drohenden Gefahr im Wohnimmobilienmarkt erforderlich ist. Wir kombinieren diese Instrumente mit einer Bagatellgrenze und mit Schwellenwerten. Kredite bis 50.000 Euro werden von den neuen Instrumenten gar nicht erfasst. Daneben ziehen wir 2 weitere Schwellenwerte ein, nämlich den einen 200.000. Bei Krediten mit einer Beleihungsgrenze von 80% des Beleihungswertes bis 200.000 werden auch diese nicht erfasst. Bei 400.000 liegt die Beleihungsgrenze bei 60%. Auch dann werden diese Kredite bis 400.000 nicht von den zusätzlichen Regulierungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus hat jede Bank Freikontingente, wo sie trotz dieser Schwellenwerte oder bei Überschreitungen Kredite gewähren kann. Daneben haben wir bestimmte Bereiche im Wohnungsbau von dieser Regulierung auch komplett ausgenommen, zum Beispiel den sozialen Wohnungsbau, zum Beispiel die Renovierung von Wohnimmobilien und zum Beispiel Anschlussfinanzierungen. Auch für diesen großen Bereich gelten die zusätzlichen Beschränkungen und Regulierungsmaßnahmen überhaupt nicht. Das haben wir deswegen getan, weil wir Wohnungsbau brauchen. Wir fördern ihn deshalb in erheblichem Umfang auch aus dem Bundeshaushalt. Wir stellen für den sozialen Wohnungsbau jedes Jahr 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Und wir wollen nicht mit diesen Instrumenten, die wir neu beschließen über das Finanzaufsichtsrechtsergänzungsgesetz, diesen Aufschwung auf dem Wohnungsmarkt belasten. Wir wollen, dass Menschen Wohnungen bauen, denn der beste Schutz gegen steigende Mieten sind hinreichende Wohnungen. Deshalb sind die Instrumente, die wir heute beschließen werden, auch nicht automatisch in Kraft, sondern wir erwarten von der BaFin, dass vor Inkraftsetzen sie den Finanzausschuss des Deutschen Bundestags informiert. Das haben wir im Gesetz festgelegt. Und wir haben dann auch noch festgelegt, dass wir eine Frist von 6 Wochen vor Scharfschalten dieser Instrumente haben, um mit den betroffenen Verbänden, mit Wohnungsunternehmen, mit Bauunternehmen, aber auch mit der Kreditwirtschaft zu beraten, ob es einer solchen Scharfschaltung dieser Instrumente tatsächlich bedarf. Also auch da noch mal eine Sicherheitsschwelle, die wir eingebaut haben, um vernünftig mit diesen neuen Instrumenten umgehen zu können.
In dieser Kombination ist das Gesetz ausgewogen. Wir erhöhen die Kompetenz der BaFin gegen Überhitzung auf dem Wohnungsmarkt, aber wir schützen Verbraucherinnen und Verbraucher vor Fehlentscheidungen und wir würgen Wohnungsbau nicht da ab, wo wir ihn dringend brauchen. Wir werden diese Instrumente regelmäßig überprüfen, evaluieren und im Auge behalten. Selbstverständlich werden wir nachsteuern, wenn es den Bedarf gibt. Aber für heute ist es ein gutes Gesetz, ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und ich kann guten Gewissens die Zustimmung für dieses Gesetz bei Ihnen beantragen. Danke Ihnen. Axel Trost ist für die Fraktion der Linken die nächste.